Ich verstehe Physik nicht. Wasser ist gut. Hey Freunde, ich hoffe, es geht euch gut. Heute testen wir mal ein paar TikTok-Hacks, die eigentlich keiner braucht. Es sind halt mehr so Tricks, es sind nicht so wirklich Hacks. Aber wer weiß, vielleicht braucht man es ja mal irgendwann oder so. In diesem Video ist die Lichterkette ziemlich komisch. Die führt halt ein bisschen ihr Eigenleben, ne? Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem ersten Trick und ich hoffe, ich mache nichts kaputt. Oh, ich weiß gar nicht, was ich mir überhaupt dabei gedacht habe, Alter. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem unspektakulärsten an. Und zwar habe ich hier einmal mein Ladekabel und mein Handy. Und hier haben wir eine Steckdose. Das ist so ein Viererding. Ich kann es nicht ganz reinziehen. Okay, doch kann ich. Auf jeden Fall soll man halt einfach dieses Ladekabel da so paar Mal rein und raus machen und das dann ausgesteckt lassen und dann das Handy einstecken und dann gucken, ob es lädt. Keine Ahnung, für was ich das gebrauchen werde, aber wir probieren es einfach. 1, 2, 3, 4 und einstecken. Ey, das klappt! Was? Das probieren wir nochmal. Okay, Leute. Das ist so krass. Okay, nochmal. 1, 2, 3, 4. Jetzt hat's nicht geklappt. Ein paar Sekunden später. Es klappt. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das klappt. Das ist so komisch. Also es lädt zwar nur so für 2 Sekunden oder so, aber es funktioniert. Und das ist voll krass. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Hack. Und zwar haben wir ja einmal Spülmittel und einmal 10 Euro. Ihr fragt euch jetzt, was will ich bitte mit Spülmittel und 10 Euro? Also, eigentlich braucht man eine Wasserflasche. Aber wir haben halt keine Plastikwasserflaschen, deswegen musste ich halt Spülmittel nehmen. Aber es muss halt einfach irgendeine Art von Flasche sein. Und einen Schein. Man stellt die Flasche auf den Schein drauf. Und jetzt muss man versuchen, diesen Schein da wegzubekommen, ohne die Flasche anzufassen und ohne, dass sie umfällt und so. Also man könnte jetzt nicht den hier machen. Es gibt da nämlich so einen speziellen Trick. Aber damit es natürlich ein bisschen lustiger ist, muss jetzt einfach mal kurz jemand kommen und das versuchen. Mom! Na, komm mal her. Ich habe eine Aufgabe für dich. Ein paar Sekunden später. Also, meine Mutter ist jetzt hier. Du siehst, das ist eine Spülflasche, weil wir ja keine Plastikflaschen haben. Musste ich halt Spülmittel nehmen. Also, du hast jetzt die Aufgabe, diesen 10-Euro-Schein da wegzubekommen. Aber du darfst die Flasche nicht anfassen und die Flasche darf auch nicht umfallen. Mhm. Ja. Was? Das geht viel cooler. Guck mal, du kannst es viel cooler machen. Du kannst es so aufrollen. So. Weil dann schiebt es die Flasche so weg. Ja, meine. Und dann holst du. Freunde, die Methode von meiner Mutter ist viel besser als dieser Hack. Danke, Mama. Weiter geht's mit dem nächsten Hack. Und ich habe hier einmal eine Schüssel voll Wasser. Dann habe ich hier ein Glas, ein Teelicht und Streichhölzer. Freunde, macht diesen Hack nur, wenn ihr kompetent genug seid, ein Teelicht anzuzünden. Ich bin das nämlich nicht. Wisst ihr, ich habe immer ein bisschen Schiss davor, ein Teelicht anzuzünden. Vor allem jetzt gerade hier. Wir haben ja eine Tischdecke, einen Stoffhintergrund und so. Und ja, auf jeden Fall habe ich, dass dieser Hack klappt. Und zwar muss man das Teelicht halt anzünden. Und dann tut man das halt aufs Wasser drauf. Und mit dem Glas tut man das dann so runterdrücken. Und dann soll das Teelicht anscheinend noch brennen, ne? Also wenn das klappt, ne? Einfach krass. Ich nehme extra immer große Streichhölzer, aber mit kleinen kann ich das nicht. Leute, ich habe so Angst, eigentlich will ich das gerade nicht hier machen. Wisst ihr was? Ich zünde es einfach kurz da hinten an, weil da ist nicht so viel Stoff und so, ne? Ein paar Sekunden später. 6,5 Stunden später. 3 Tage später. 2000 Jahre später. Eine Ewigkeit später. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Es brennt. Tatsächlich habe ich es geschafft. Und ich habe sehr Angst davor, weil das kann ja gleich direkt untergehen. Aber, ne? Digga, das ist viel zu schwer, das geht doch gleich unter. Mir fällt auf, das ist eigentlich so ein hohes. Eigentlich muss doch so ein Teelicht so
mehr flach sein. Egal, wir probieren es trotzdem, aber es klappt safe nicht. Ja, wir probieren es einfach mal. Es würde sogar ein bisschen schwimmen. Das muss man, glaube ich, schneller machen. Ich verstehe Physik nicht. Okay. Weiter geht's mit dem nächsten Hack. Und ich habe hier wieder meine Schale. Ein Glas. Ach ja. Und Klopapier. Sicherlich kennen sehr viele von euch diesen Trick schon. Und zwar muss man das Glas bis zum Rand mit Wasser voll machen. Und dann nimmt man halt Klopapier, macht es halt so oben drauf. Und dann müsste das so abgehen und man hat quasi so einen Deckel. Und dann, wenn man den hier macht, dann fliegt es nicht raus. Und genau das probieren wir jetzt. Freunde, ich muss hier kurz ein bisschen umbauen. Auf dem Weg habe ich sehr, sehr viel verschüttet. Okay, ich habe hier mein Glas, okay? Und ich habe auf dem Weg hierher sehr, sehr viel verschüttet, weil eigentlich muss hier oben drauf. Das, ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich es halt so voll gemacht, wie meine Eltern mir immer sagen, dass ich es nicht voll machen darf. Und ja, wir nehmen jetzt hier einfach mal Toilettenpapier. Was ist das denn? Wir probieren das jetzt mal. Und ich hoffe wirklich, es klappt, sonst weine ich einfach. Okay, okay. Wenn das klappt, gell? Ich bin auch gut dann. Okay, klappt nicht. Oh Mann, jetzt ist alles nass hier. Wasser ist gut. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich das da reingeschüttet habe. Was ein schöner Fail. Ich muss das jetzt hier einfach putzen. Ich putze meinen Tisch mit Klopapier. Mama, wenn du das siehst. Tut mir leid. Aber ich habe geputzt.